Willkommen zu einer weiteren Folge der KTE von Thüringen 2.0. Wir düngen den Rest auf Feld Nummer 28. Auf Feld 38 arbeiten 4 Pflüge im Verband und pflügen das Feld fertig. Das klappt eigentlich ganz gut. Der eine meldet zwar jetzt für Blocking, aber ich denke mal, da wird es warten, bis die anderen die Kurve gekriegt haben. Hoffe ich jedenfalls. Die greifen wir mal jetzt mal nicht ein. Denn wenn der erste nicht vorwärts kommt, dann muss der andere warten zum Schluss, ne? Weil das Wenden dauert ja bei denen immer ziemlich lange. So, wir machen hier mal 28, bisschen düngen. Das sieht so komisch aus, ist da ein Weg? Dann bin ich ganz woanders. Ne, ist 28, das ist 32. Ihr dacht schon, hier wird schon verkehrt in Welt. Das lässt mir doch keine Ruhe jetzt. Gut, da noch ein bisschen mehr zu machen. Wo ist der eine? Wo ist der vierte? 1, 2, 3. Einer fehlt doch. Wo ist der vierte? Der muss da eigentlich normalerweise kommen. Hat der sich verpieselt? 1, 2, 3. Das ist der John Deere. Dann wäre er CP. Oder hat er sich auf Weg gemacht woanders hin? Ha! Ey, 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 ey. Das ist aber jetzt auch was anderes, ne? Das ist jetzt aber nicht am Kurs, also beziehungsweise das ist irgendwie was verkehrt gelaufen, also einer spinnt immer seine Fahrzeuge, ich weiß auch nicht warum. Ich meine, das kann ich auch so denken. Wenn jetzt hier das Felder wären, die jetzt nicht abgeerntet wären. Ja, das ist Katastrophe, wenn ein Feld fährt, so wie eine 41. Das gibt's doch gar nicht. Wieso fährt einer jetzt ganz woanders hin? Das verstehe ich nicht. Alle drei Fahrzeuge gleich eingestellt. Einer fährt irgendwo hin. Schon gewundert. Blocking? Ja, gut, Blocking. Das kommt ja auch vor, wenn zum Beispiel Fahrzeuge warten müssen, weil der vorige Traktor wenden tut. Und ist halt so, ne? Und jetzt, dass er komplett woanders hingefahren ist. Das verstehe ich nun gar nicht. Der Traktor Nummer 4, der hinten dran fährt. Ja. So nicht. Tramblase. Hier wird gearbeitet. Gleich hier den Rest werden machen, gleich jemand mit. Das ist nämlich der vierte Traktor, der normalerweise rechts außen fährt. Oh. Natürlich blöd, ne? Gut, der letzte ist nicht ganz so dramatisch, weil wenn es der erste ist, ist es blöd. Dann ist es, kann es sein, dass es die nächsten sich auch kollidieren dabei, aber so geht's noch. Aber trotzdem nicht schön, ne? Aber da gibt es keinen Grund, ich weiß nicht genau, was da los ist. Drei Fahrzeuge fahren perfekt. Und der vierte fährt, ja,
außer der Reihe. Gut, zu früh gelobt. Einer steht da ganz komisch. So, mal schauen, wo der am besten. Ach so, kann sein, weil ich in der Nähe bin. Das ist der vierte Fahrzeug hier. Normalerweise ist der hier, müsste normalerweise anfangen. Denn der fährt nämlich jetzt hier wieder zurück. Und so kommen die sich nie in Kontakt. So, geht es und düngen weitergehen. Das möchte ich mal heute mal fertig machen, das düngen. Dass die Ecke noch machen müssen, einmal hier hochfahren. Und naja, da 5% brauchen wir noch. Wer weiß, wann er gelegen hat. Die Ecke ein bisschen großzügiger machen. Breite. Jetzt aber, wenn da oben rechts steht schon Blocking, da weiß ich schon Bescheid. Oh, hier ist irgendwas faul. Wenn es längere Zeit bleibt, wenn es ganz kurz ist, dann ist es aber ein Wendemanöver. Ansonsten ist das immer schon ein schlechtes Zeichen. So, mal ganz kurz hier mal zurückfahren. Dann habe ich heute meine Folgen auch geschafft, die ich machen wollte. Eigentlich normalerweise alles entscheide ich später. Hochladen muss ich ja nicht sofort, das ist das ganz Gute. Sonntag die zweite Folge muss ich hochladen. Ansonsten habe ich für morgen, ist Samstag, keine, alles fertig. Aber wiederum will ich die. Oh! Will ich ja das Flügen abschließen. Sonst muss ich ja wieder anfangen, ne? Nein, heute wird nichts mehr Missionen. Ja, jetzt sind die. Oh Wunder, die Sonnenblumen. Sind wieder, sie blühen wieder. Sie war gerade schon fast reif. Aber gut, das ist egal. Jetzt fahren wir Richtung Straße und zurück. Blocking. Gleich reagieren. Eins, zwei, drei, vier. Ja, sie macht einen großen Wenderadius. Ich meine, da hätte man bald noch eine Vorgewende machen müssen. Hätte man. Ja, das hält man auch noch fertig. Das ist ungefähr auf 13. Jetzt haben wir Uhrzeit 8. Müssten wir alle auch noch schaffen, die Folge. Müsste man eigentlich. Machen wir Licht an, ne? So dunkel hier. Wie gesagt, auf 30 stelle ich erst um, wenn zum Beispiel das Flügen fertig ist. Sonst hat es ja. Okay, normalerweise gut. Es wäre im Grunde egal, weil Flügen sind nicht tragisch. Ja, die Mission ist fertig, von daher ist es nebensächlich. Und der Rand ist reif. Und da kann man sehen, wie die Felder erkannt werden, ne? Nicht so hundertprozentig. Müsste eigentlich die Felder nacharbeiten, also wenn man die Felder hat, entsprechend nachziehen, dass sie dann halbwegs gerade sind, ne? Aber ist egal, das ist tragisch.
Wir fahren erst zurück und dann schauen wir, dass wir 38 fertig kriegen. Und ab 10 wird dann entsprechend auch 30 umgestellt. Und morgen geht es weiter mit der Ernte 41 und 12 in-game, also in-game. Aber ich muss dazu sagen, nicht für heute, für mich heute nicht mehr. Weil auch eine Ernte muss, wer besser man macht das in einem Ritt durch. Wenn man öfters anfangen will und oder möchte, dann ist es irgendwie ungünstig. Ne? Und gleich Stroh ins Lager fahren, damit wir genug haben. Dann wir müssen irgendwann Heu kaufen und dann müssen wir Schotter machen. Also das reicht nicht lange. So, den stellen wir gleich ins, ja, um Hof, um Platz. Und irgendwann werden wir hier noch aufräumen und den anderen Traktor holen wir auch zurück. Der ist ja auch noch Feld 10, glaube ich. Das können wir heute noch machen. Zumindest einen Anfang. Und sich da rangehen. Traktor hören, ne? Ja, dann ging hier zwei Fahrzeuge arbeiten lassen. Dem Feld ist irgendwie ungünstig. Und da wollte ich versuchen, mal mit Crossplay-Fahrer entsprechend abzufahren, aber. Oder wir machen erstmal die 41 fertig und dann die 12. Geht ums Abfahren. Da sind wir. Den Traktor stellen wir daneben. Weil sonst zu kurz ist die Garage. Ich habe hier kein System bei, also von daher ist es im Grunde egal. Nur Düngerfahrzeuge habe ich alle hier drin. Wie man sieht, ist halt ganz zügig, ne? Geht so vorwärts. Wenn es läuft, ist gut. Aber so, hier brauchen wir nichts tun, hier fahren wir nur zurück. Hab hier abgebrochen, glaube ich, oder? Aber wir pressen keine Ballen, das tun wir nicht, das ist einfach zu aufwendig. Kommt ja noch hinzu, dass wir keine Fahrzeuge dafür haben. Ne? Wir müssen ausleihen. Und wenn wir uns ausleihen müssen über Vertrag, dann kriegen wir nur eine begrenzte Anzahl an Fahrzeugen. Dann brauchen wir Ewigkeiten, das Feld fertig zu machen. Und dann kann es passieren, dass uns die Mission so verhagelt, weil wir im Prinzip zu lange für gebraucht haben. Aber hier. Das ist eine berühmte Feld. Da wächst gar nichts. Mission haben wir nicht fertig machen können, weil wie gesagt unterschiedliche Wachstumsstufen. Es sind am Rand ist Mais gewachsen, was er ja nicht so erkennt. Und naja, gut. Nun wächst gar nichts. Egal. Das Feld können wir uns eh nicht leisten. Und da kann man im Prinzip auch nur was anpflanzen, was wo der Ertrag nicht so groß ist, sondern in der Regel Sojabohnen oder Sonnenblumen.
Sonst kriegst du hier da zu viel. Also Raps geht auch noch. Aber wenn du da noch Stroh wegfahren willst und verkaufen willst, dann ist das nicht rentabel. Wir fahren jetzt zurück im Hof und dann ist ja auch im Prinzip die Mission auf unsere Arbeit auf Feld Nr. 38 auch fertig. Dann werden wir die Ernte beginnen morgen, wenn es mal trocken ist. Wir bereiten die Aussaat mit Grashalm vor. Wenn ihr alle vier so arbeiten wie jetzt, dann ist das der Prinzip ein Klacks, ne? Aber wenn das welche wendig wäre, ne? Du hast ja gesehen, einer beim Flügen weg. Ich sag, wenn alle vier weggefahren wären, ist okay, da ist irgendwo schwerwiegender Fehler gewesen, aber nur einer. Ah, da hängt noch ein Fahrzeug. Bei uns geht die Arbeit nicht aus. Blocking. Wollen wir gleich gucken. Ich mache keine Mission. So. Der ist fast fertig. Ja, der eine, der letzte machen wir einen großen Wenderadius. Weiß nicht warum. Schauen wir mal, das Update. Das ist Dings. Ja, 400 Meter. Was haben die anderen überhaupt? Was haben die anderen? Gut, 24 Meter. Ja, fast fertig hier. Ja. Fast. Wie gesagt, fast. Jetzt haben wir schon 17. Ja, den Rest machen wir noch fertig. Wenn das gut klappt, dann geht das noch durch. Dann haben wir das für Flügen erledigt. Und Kleinigkeiten, Restarbeiten kann ich ja in der nächsten Folge machen. Wenn es dann hell geworden ist, also bis 10 Uhr noch spielen und dann gehen wir. Dann nicht in die Reihe, aber dann machen wir eine Pausefolge. Geht es ja darum, wegen Bearbeiten und wegen, ja, im Grunde vorbereiten und hochladen. Das Bearbeiten an sich dauert ja noch ein bisschen. Geht um die Gesamtlänge, Gigabyte und. Im Prinzip das Text vorne, was kommt, was für eine Folge das ist, ne? Das Trimble-Ding heißt hier Trimble, also das kriege ich in die Reihe. Ist mir im Grunde zu kompliziert. Weil man am Anfang gar nicht wusste, was der meinte mit so einem Ding hier. Viele machen mit der Grafik und machen so eine Art Foto und ich mache halt vom Video anfangs an sich ein Foto. Also ich fülle die Texte aus, speichere das auch so, mache das entsprechend bei der Bearbeitung her, so dass sie entsprechend einen separaten Band halt läuft. Und dann erscheint halt früh den ersten 7 Sekunden halt das Titelbild. Oder erst ist fertig. Dann muss ich da gleich reagieren, weil dann machen die anderen gleich Pause. So, was anderes zum Schluss. Der erste ist fertig. Der hier. See. Den muss man nämlich entlassen, sonst warten die anderen entsprechend 100 Meter immer, ne? Zusammenklappen, reparaturmäßig. Gewicht, Flug, das geht alles. Den fahren wir jetzt mal schön beiseite und lassen ihn stehen. Weil im Dunkeln tun wir das nicht an, ne? Das machen wir im Hellen. Mal aber das Licht an. So. Oh, der das? Ne, der fährt noch. Das ist der, okay, das ist der letzte. Ja, dann haben wir Feld 38 fast fertig, ne?
Und den Rest mache ich dann offstream, ne? Das ist ja nur ein Klacks. Dann sage ich von hier mal Schüsse in den Winkel, wir flügen jetzt so noch fertig, den kleinen Scheiß. Jo, ne, das hat mich gefreut für heute, sagen wir mal so. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich danke fürs Reinschauen. Dann hier, Winkel, Winkel, ciao, ciao und tschüss. Tschüss.